Name ist Renate Wiesinger. Ich habe die Ehre, dem Konzert Corbaunau als Obfrau vorzustellen. Und damit habe ich die schöne Aufgabe, Sie heute zu begrüßen und durch unser Konzert zu führen. Schön, dass Sie alle heute nach Herzhofen gekommen sind. Ich bin überwältigt von der Anzahl der Gesichter, die mir entgegenschauen. Es wartet sehr berührende Musik auf Sie. Ein herzliches Grüß Gott auch unseren Ehrengästen. Den Herrn Bürgermeister habe ich noch nicht ausgemacht. Ein Grüß Gott auch den Vertreter und Vertreterinnen der Braunauer Pfarren. Für dieses Konzert hier dürfen wir nicht nur die Kirche und das Pfarrheim in Herzhofen nutzen. Bereits zu dem Oben wurden wir in den Pfarren Höft und St. Franziskus sehr herzlich aufgenommen. Ein vergelt's Gott Ihnen allen von Herzen dafür. Ein ganz herzliches Dankeschön möchte ich auch all unseren Sponsoren und Sponsorinnen aussprechen. Sie ermöglichen Kunst- und Kulturarbeit hier in unserer Region. Denn ein Konzert in dieser Dimension mit Orchester und professionellen Solistinnen wäre rein aus den Eintrittsgeldern nicht zu finanzieren. Danke. Ein mir persönlich sehr wichtiges Dankeschön gehört auch noch hierher. Danke meinen Vorstandskolleginnen Gertrude Leuten, Martina Buchbauer, Wolfgang Korinek und Rudi Fischeneder sowie an Bernhard Schneider. Mit euch macht Konzertorganisation wirklich Freude. Das Jahr 2022, das Jubiläumsjahr des Konzertchors Braunau, 175 Jahre feiern wir, neigt sich dem Ende. Auf den Herbst folgt bald der Winter. Der Jahreskreis mit Vergehen und Werden schließt sich. Diese Kreisläufe aus Werden, Vergehen und Wiederaufstehen finden sich auch in unserem heutigen Konzertprogramm. Das Konzert eröffnen heute unsere Solistinnen mit Arien aus dem Oratorium Der Messias von Georg Friedrich Händel, einem der populärsten Werke geistlicher Musik. Auch im Messias ist der Kreislauf von Kommen und Gehen erkennbar. Beginnend schon einen Schritt davor mit der Verheißung der Geburt des Heilands, dann der Passion und Auferstehung und schließlich der Erlösung. In die Zeit der Verheißung, des Wartens auf die Geburt Jesu, sind auch die beiden ersten Arien verortet. Comfort you, my people, tröstet Zion, und every valley shall be exhaled. Alle Tale, macht hoch und erhaben, werden uns heute von Virgil Hartinger dargebracht. Auferstanden. Das Leiden hinter sich lassen wird in der Arie How beautiful are the feet, wie lieblich ist des Bodenschritt, Frieden und ewiges Heil, ewiges Gutsein verkündet. Sie hören Reinhild Buchmeier. Maria Hauer präsentiert die letzte Arie. I know that my Redeemer liveth. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, die uns die Gewissheit der Erlösung spüren lässt. Ich wünsche Ihnen, uns allen, ein schönes Hörerlebnis.
Rockets, right.
Thank you.
Zusätzlich zum Proben haben wir uns in Salzburg auf die Spuren von Michael Haydn begeben. Diesen interessanten wie unterhaltsamen Stadtspaziergang kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Johann Michael Haydn oder Hans Michel, wie er von seinem Vater genannt wurde, verbrachte den größten Teil seines Lebens in seinem geliebten Salzburg. Die Stadt gehörte damals noch nicht zu Österreich, sondern war selbstständiges geistliches Fürstentum. Fürst Erzbischof Sigismund Graf Schattenbach holte Haydn 1763 nach Salzburg. Zu seinem Tod 1771 verfasste Michael Haydn das Requiem in C-Moll, das Sie heute hören. Michael Haydn wurde von seinen Zeitgenossen weit über die Landesgrenzen als Musiker hochgeschätzt. Er erhielt Kompositionsaufträge des spanischen Hofes, des Wiener Kaiserhauses und wurde zum Mitglied der Königlich-Schwedischen Musikakademie in Stockholm ernannt. Dass sich Teile seines Requiems in 25 Jahre später entstandenen Requiem in D-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart wiederfinden, würde man heute als Plagiat bezeichnen, war jedoch dazumal ein Zeichen von Anerkennung. Michael Haydn schuf Musik für den Hof, Kirchenmusik und schließlich Männerquartette, die die bürgerliche Musikkultur prägten. Das Requiem in C-Moll zählt zu seinen bedeutendsten Kirchenwerken. Lassen Sie sich davon berühren. Thank you.
Thank you.